Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen guten Morgen und heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Fachkongress Digitale Gesellschaft – Impulse für die digitale Transformation. Mein Name ist Geraldine Bastion und ich habe die Ehre, den heutigen Tag für Sie moderieren zu dürfen. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie alle da sind. Wie wir wissen, betrifft Digitalisierung heute alle unsere Lebensbereiche, verändert das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, unser aller Kommunikationsverhalten, unseren Medienkonsum, unseren Arbeitsalltag, sowie auch das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Und dabei entstehen sehr komplexe Fragen, die wiederum eine breite gesellschaftliche Diskussion brauchen. Der Fachkongress heute soll einen Beitrag dazu leisten, gezielt neue Impulse zu diesem Thema einbringen. Ausgangspunkt sind die Ergebnisse der Studie D21 Digitalindex 2015. Sie sollten beim Hereinkommen alle hoffentlich ein Exemplar bekommen haben und ansonsten auch auf Ihren Sitzplätzen kleine Kärtchen gefunden haben, wo Sie die Publikation auch im Internet finden können. Ja, und die Ergebnisse dieser Studie bilden, wie gesagt, die Grundlage des heutigen Gesprächs. Wir möchten damit verschiedene Denkimpulse setzen und, wie gesagt, zu einer gesamtgesellschaftlichen Debatte zum Thema digitale Transformation anregen. Die Studie wurde gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie verfasst und wir freuen uns natürlich auch sehr, in diesen sehr imposanten, auch sehr traditionellen Räumlichkeiten dieses sehr moderne und aktuelle Thema debattieren zu dürfen. Ich möchte Ihnen ganz kurz den Tagesablauf vorstellen. Wir möchten natürlich anfangen mit offiziellen Begrüßungen. Wir haben verschiedene Impulsvorträge vorbereitet, die alle die Ergebnisse der Studie reflektieren zum Thema Daten, zum Thema Arbeit und Bildung und werden abschließend heute mit einer Panel-Diskussion mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Dazwischen haben wir eine Mittagspause und zu der möchten wir Sie natürlich herzlich einladen, bei uns zum Mittagessen und auch natürlich die Zeit für Networking und Gespräche zu nutzen. Ja, Ziel des Tages ist, wie gesagt, die Ergebnisse der Studie vorzustellen, zu reflektieren und mit ihm zu besprechen. Das heißt, wir werden versuchen, nach den Impulsen kurz Zeit für Frage und Antwort zu lassen, aber vor allem im Rahmen der Panel-Diskussion auch Ihre Stimmen, Ihre Fragen und Ihre Kommentare mit einholen. Und dazwischen würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie zum Beispiel auch Twitter nutzen, um uns Ihre Fragen und Kommentare mitzuteilen. Das Hashtag des heutigen Tages ist D21DG und Sie haben bestimmt schon alle die Aushänge für den Internetzugang hier im Haus entdeckt. Ja, der letzte organisatorische Hinweis vielleicht zu Beginn ist, wir haben heute einen Livestream. Das heißt, ich begrüße nicht nur alle Damen und Herren hier im Raum, sondern auch alle, die über ihre digitalen Endgeräte zuschauen. Und wir werden die Videos des heutigen Tages im Nachgang veröffentlichen. Wir machen auch Fotos, das heißt, Sie sind vorgewarnt, als Teil einer öffentlichen Veranstaltung werden wir, wie gesagt, Filme und Videos machen. Sollten Sie später mal eine Frage haben, bei der Sie nicht gesehen haben, könnten Sie sich vielleicht einfach direkt hinter dem Kameramann platzieren oder mich nochmal persönlich ansprechen. Ja, das waren soweit die Rahmenansagen. Wie gesagt, freue ich mich sehr auf einen spannenden Tag und als erstes möchte ich jetzt ganz herzlich zu mir auf die Bühne bitten, Herrn Hannes Schwaderer, um Sie alle im Namen des Veranstalters nochmal richtig begrüßen. Er wird für uns sozusagen die Szene des Tages setzen und die offiziellen Grußworte an uns richten. Herr Schwaderer ist seit 2004 Geschäftsführer, Managing Director Central Europe der Intel GmbH und er ist außerdem Präsident der Initiative D21. Bitteschön. Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Staatssekretär Machnick, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Fachkongress Digitale Gesellschaft, in diesem Jahr mit dem Titel Impulse für die digitale Transformation. Dieser Begriff der digitalen Transformation ist aus meiner ganz persönlichen Sicht ein strategischer Punkt, aber ein vor allem positiv besetzter im Umgang mit dieser Veränderung, die da auf uns zukommt, weg von den Angstdebatten hin zu Gestaltungsdebatten. Aber wie in Zeiten mit dynamischer gesellschaftlicher Veränderung und Entwicklung ist halt so üblich, tauchen täglich neue Fragen auf. Fragen wie, wie können Unternehmen, wie kann eine Gesellschaft von diesem Wandel profitieren? Welche etablierten Routinen, welche Berufsbilder werden wir neu gestalten müssen? Wie werden sie sich verändern? Was bedeutet das für unsere schulische, unsere berufliche und unsere universitäre Bildung? Welche Berufsbilder wird es vielleicht gar nicht mehr geben? Wie können wir heute und in Zukunft arbeiten? Wie gewährleisten wir die gesellschaftliche Integration, die Teilhabe, die Interaktion mit Bürgern und Bürgerinnen, die einen sehr unterschiedlichen Grad an digitaler Selbstbestimmtheit haben?
Wie gelingt es uns, anerkannte Werte unserer Gesellschaft in eine digitalisierte Gesellschaft zu übertragen, sie vielleicht sogar zu stärken? Viele dieser Fragen werden wir heute sicher nicht beantworten können. Sie benötigen einen gesellschaftlichen Diskurs und eine Debatte. Und sie benötigen die Fähigkeit und unsere Bereitschaft, die von uns bekannten Vorstellungen, Positionen, auch Erwartungen zu verabschieden und den Wandel als Gesamtheitliches zu betrachten. Diese Fähigkeit und Bereitschaft von Wirtschafts- und politischen Führern wird zunehmend gefordert werden, aber dann ein entscheidender Vorteil im internationalen Wettbewerb sein. Denn der Schlüssel zu einer erfolgreichen digitalen Transformation liegt aus meiner Sicht darin, digitale Technologien als eine Chance für eine positive Entwicklung einer Gesellschaft zu verstehen. Mit der Initiative D21 unterstützen wir als gemeinnütziger Verein diesen Veränderungsprozess hin zu einer digitalisierten Gesellschaft durch die Beratung und Diskussion von und mit der Politik und Öffentlichkeit. Das können wir natürlich nicht alleine. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken beim Bundeswirtschaftsministerium, bei unseren Partnern, unseren Förderern und Mitgliedern und natürlich ganz besonders bei den Mitarbeitern der Initiative D21 Geschäftsstelle, die es auch dieses Jahr wieder ermöglicht haben, ein Lagebild unserer Gesellschaft, unserer digitalen Gesellschaft in Form der Studie D21 Digitalindex zu erstellen und vor allem auch diesen heutigen Kongress zu gestalten. Meine Damen und Herren, die Gesellschaft auf dem Weg in das digitale Zeitalter zu begleiten, bedeutet, jeden Menschen zu selbstbestimmter Bewegung in der digitalisierten Welt zu befähigen. Digitale Selbstbestimmtheit bildet die gesellschaftliche Grundlage für eine erfolgreiche digitalisierte Gesellschaft. Mit dem heutigen Fachkongress soll die gesellschaftliche Debatte zur digitalisierenden Transformation gezielt neue Impulse erhalten. Wir wollen die aktuell relevanten Fragen herausarbeiten und auf die großen Zusammenhänge sensibilisieren. Der Fachkongress soll also dazu beitragen, Orientierungspunkte im dynamischen Prozess der Digitalisierung und der digitalen Transformation unserer Gesellschaft zu schaffen, um sie in Deutschland bewusst und positiv mitzugestalten. In diesem Sinne freue ich mich auf sehr viele Impulse. Ich wünsche uns allen einen aufschlussreichen Kongresstag und freue mich sehr, dass Herr Staatssekretär Matthias Machnick den Kongressbeginn mit seiner Keynote einleitet. Lieber Herr Staatssekretär, ich darf Sie ans Rednerpult bitten.